Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn heute ist meine Birchbox eingetroffen, beziehungsweise mittlerweile ja die Blissim-Box. Das ist die Dezember-Box, beziehungsweise die Dezember-Tasche. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Blissim-Box, die mal Birchbox hieß, habe ich im Monatsabo, im Jahresabo, also ich habe sie im Jahresabo und bekomme sie monatlich, genau einmal im Monat. Und die kostet inklusive Versand und so weiter 17,90 Euro pro Box. Wir haben hier wunderschöne Produkte aus dem Blissim-Sortiment, also da gibt es auch einen Online-Shop zu, wo ich gerne mal bestelle. Die haben da auch Sachen von MAC drin und so weiter und von, ich glaube, The Ordinary und so ein Kram alle. Genau, also die bekannten Marken, sage ich mal, ne? Und in diesen Boxen haben wir, oder Taschen, haben wir meistens tatsächlich eher so eine etwas kleinere Größe von dem, was das Originalprodukt ist. Und ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Dieses Täschchen fühlt sich so schön an, deswegen muss ich da die ganze Zeit dran rumfuddeln. Jetzt im Dezember kommt es halt mit so einer dunkelgrünen Tasche, die so Silberglitzer dazwischen hat in diesen, ne, das seht ihr auch, und einen goldenen Reißverschluss. Finde ich wunderschön und ich bin sehr gespannt, was drin ist. Wir haben ja auch ein Heftchen mit dabei, wo wahrscheinlich drin steht, was drin ist. Wer sich fragt, wie meine Locken entstanden sind, ganz einfach, ich habe heute eine Haarspange drin gehabt in meinen Haaren. Die kommt aus einem Adventskalender. Ich sage jetzt nicht welcher, weil falls du den hast, ich will nicht spoilern. Und da habe ich einfach heute Morgen, als ich meine Haare halt gerade geföhnt hatte, die einfach mal kurz gedreht, dann habe ich die ganz komisch hinten gewuschelt an meinem Hinterkopf. Dann habe ich die Spange einmal drum. Und das ist irgendwie so mein Go-To-Look in letzter Zeit, seitdem ich das ausgepackt habe aus dem Adventskalender. Finde ich total scharf. Okay, It's a Christmas Story ist ja dieses Weihnachtsmotto von Blissim aktuell. Und ich habe ja auch den Adventskalender ausgepackt, den ich dir hier oben mal verlinken kann. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Für Abonnenten kostet der nur 49 Euro und ich finde ihn wunderschön. Ich habe ihn als Umverpackung genommen für meine Stiefmama tatsächlich und habe den dann neu befüllt und ihr dann tatsächlich gestern überreicht. Und heute ist der 1.12. und gestern am 30.11. habe ich meine Familien, ich bringe die Adventskalender rum, Tour gemacht, genau. Und die hat sich mega gefreut, ja. Genau, so. Und hier steht alles auf Französisch drin. Nicht erschrecken, die Homepage kann man auf Deutsch einstellen, ne? Also solltest du es über deinen Browser ganz normal öffnen, beim Computer oder beim Laptop zum Beispiel, erscheint oben rechts bei mir immer so ein Feld. Da kann man dann umstellen. Bei mir übersetzt er das sowieso. Ich weiß nicht, warum, was in den Einstellungen richtig eingestellt worden ist. Ich habe da nichts aktiv geändert, ne? Erscheint dann automatisch, ne, dass er das auf Deutsch übersetzen möchte. Und dann hast du die ganze Homepage, die ganzen Produktbeschreibungen und so weiter auf Deutsch. Finde ich immer ganz praktisch. Und wenn man halt die Birchbox im Abo hat oder Blissim-Box, ich muss mich echt noch umgewöhnen, dann hast du, wenn du auf dein Kundenkonto gehst, direkt, dass unten angezeigt wird, welche Produkte in deiner Box sind und dann kannst du die theoretisch schon direkt im Shop nachkaufen. Und dann hast du auch nochmal detaillierte Produktbeschreibung drin, weil dieses Heftchen ist dann wahrscheinlich auf Französisch. Und ich verstehe zwar ein bisschen Französisch, aber ich kann das nicht so gut sprechen, wie das ihr immer drin beschrieben wird. Nicht so ganz, ne? Also hier müsste eigentlich auch irgendwo die Produkte drin abgebildet sein. Ich weiß es aber noch nicht. Ich muss mal gucken. Ansonsten hast du hier nochmal die ganzen Produkte so abgebildet oder so verschiedene Produkte, die so in dem Online-Shop gerade total toll sind und so Informationen dazu und du kriegst es als Abonnent halt auch günstiger. Das finde ich auch so cool, ne? Lookfantastic hat das ja auch, dass sie einen Online-Shop haben und halt die Box im Abo. Aber du hast nicht jetzt als Abonnent noch extra Vergünstigungen auf der Homepage. Es sei denn, du hast irgendwie so eine Special Edition Box oder sowas. Das kriegst du bei Birchbox oder bei Blissim-Box tatsächlich auch, dass du die Sonderedition günstiger bekommst. Aber du kriegst halt das ganze Sortiment auf der Homepage auch günstiger. Und ich finde, deswegen lohnt sich das Blissim-Box-Abo noch wiederum ein Stück weit mehr als das Lookfantastic-Abo. Zumal mich Blissim in den letzten Monaten, wo ich die Box ja auch neu im Abo habe, auch bislang sehr positiv überrascht hat. Auch der Kundenservice. Ich hatte mal so eine kleine Facepalette von May, also M-A-Y-Y, mit Blush und Highlighter und dann habe ich direkt hingeschrieben und ich habe eine komplett neu befüllte Box bekommen, ne? Also weil der war halt zerbrochen bei mir angekommen, ich habe ein Foto dahin geschickt und das ging rucki zuck, dass ich dann eine neue Box bekommen habe. Komplett neu vor allem, ne? Also mit allen Produkten neu. So. Ich laber jetzt schon, wow, über 5 Minuten, das läuft ja bei mir. Ich mache die Box mal auf. Manchmal haben wir wirklich eine kleine Box, die hat nie irgendwie so ein festes Format. Das finde ich irgendwie ganz fancy. Und ich sehe hier schon was Großes, Leute.
Also hier ist der Blick in die Tasche. Ja, sehr gut. Okay, von Sleek die Royal Flush. Ich glaube, die konnten wir auswählen. Irgendwas konnten wir auswählen. Da kriegst du nämlich manchmal dann noch eine E-Mail. Ist auf Französisch. Achtung, Achtung. Also ein bisschen mit Google Übersetzer sollte man dann schon arbeiten wollen. Royal Flush Eye Divine Eyeshadow Palette. Ich glaube, ich habe Royal Flush auch tatsächlich ausgewählt. Oder ich habe geschrieben, überrasch mich. Das weiß ich gerade gar nicht. Die ist vegan, steht hier hinten drauf. Das finde ich auch ganz nett. Ach, interessant. Also ich, ja, stimmt, eine Lidschattenpalette, die wir auswählen konnten. Das ist immer ganz nice, oder? Das ist dann auch mal, ich meine, Sleek ist jetzt nicht super teuer, aber auch nicht super billig, ne? Also von daher hast du, glaube ich, mit der Palette fast schon den Preis von der Box mit raus. Und das ist halt eine Full Size, das ist keine Probiergröße. Und ich, das ist die neue Version von denen, ne? Die hatten ja damals andere. Ja, die haben halt auch so einen Einleger drin mit 1, 2, 3, 4, 5. Ich finde die deutlich ansprechender als die mit den runden Pfännchen, die es damals gab, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ich blende euch ja auch immer die Preise ein. Das ist jetzt keine Palette, wo ich sage, oh mein Gott, die habe ich noch nie gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Aber ich finde sie sehr ansprechend. Ich werde die auch behalten, denke ich mal. Deswegen swatche ich die jetzt auch. Wir haben einen schönen großen Spiegel mit dabei, aber ich glaube, das hat man immer bei den Sleek-Paletten. Und wir haben hier 1, 2, 3 Schimmertöne. Der Rest ist matt. Finde ich ein bisschen schade, aber komm, die drei Schimmertöne swatchen wir auf jeden Fall. Da bin ich auch sehr gespannt. Und Sleek ist ja, ich weiß nicht, wie BH Cosmetics in England oder so. Weiß ich jetzt nicht so genau. Wow, das sieht schon mal sehr gut aus. Und dann nehme ich noch einen matten Ton. Dann nehmen wir jetzt mal einen ganz klassischen, einfach so einen braun. Ich denke, den wird man auch recht häufig verwenden. Schön finde ich auch, dass wir hier so einen Setting-Ton mit dabei haben, ne? Und jetzt hier kein Schwarz oder so mit drin. Finde ich eigentlich auch ganz gut, weil sowas mopst eher die Fännchen. Weil ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Schwarz in der Lidschattenpalette. Finde ich sehr, sehr geil. Oh. Seht ihr, wie weit ich die Swatches nach unten ziehen kann? Ich könnte noch weiter, ne? Aber die Hand hört halt irgendwann auf. Selbst der Matte. Ach, du ahnst es nicht. Boah, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich meine, Swatches auf der Hand werden sich immer anders verhalten als auf dem Auge da. Ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber das sieht bombastisch aus. Und dieser Rotton, der hat noch so einen leichten Shift mit drin. Also je nachdem, also ich würde ihn jetzt nicht hundertprozentig als Duochrome bezeichnen, wie zum Beispiel aus der 1991 Palette von Ellie. Mit BH Cosmetics, so krass Duochrome ist er nicht, aber er changiert schon ein bisschen, ne? Aber sehr, sehr metallisch. Richtig heftig. Krass. Also nicht schlecht, Herr Specht. Ich bin gespannt, was sowas dann kosten wird, ne? Die neue Generation der Sleek-Paletten. Keine Ahnung. Den Einleger lasse ich mal weg, ich finde das immer ganz furchtbar. Die Umverpackung auch. Dann habe ich die einfach so hier hinten, steht hier drauf, was es ist, ne? Ich bin kein Fan von Umverpackung und so weiter. Aber gut, ja. Das ist das erste Produkt aus der Box und wir haben immer so 5 Produkte ungefähr drin. Und hier haben wir jetzt auch wirklich in dem Heftchen die Sachen ein bisschen größer beschrieben. Und für Nicht-Abonnenten kostet die Palette 13 Euro und für Abonnenten 11,05 Euro. Genau, und da konnte man auswählen zwischen, zwischen drei verschiedenen, Level Up, Grounded und Royal Flush. Und ich habe mich halt für die rote Palette entschieden. Ist schon cool. Da sehen wir auch schon die anderen Produkte drin. So, hier haben wir nochmal einen Gutscheincode. Haben wir öfters mal mit drin. Pour la fin d'année, votre avantage abonné passé, passe à 25% sur tous les parfums. Also du bekommst quasi zum Ende des Jahres nochmal, also bekommen die Abonnenten nochmal einen 25% Rabattgutschein. Du bekommst aber ständig irgendwelche Rabatte auch angezeigt dort, ne? Also das ist richtig heftig, was man da sparen kann. Man sollte halt immer bedenken, du zahlst fast immer Versandkosten. Ja, genau. Und das geht vom 1. bis zum 21. Dezember und das ist halt auf alle Parfüme. Und der wird halt, das ist jetzt hier kein Code oder so. Und hier sieht man auch, welche Parfums die da anbieten. My Way von Giorgio Armani. Das müsste irgendein Alien oder sowas sein. Nee, wie heißt dieser? Weiß ich nicht. Valentino. Die anderen kann ich gerade nicht so erkennen, aber... Ne, das sind halt so Parfums, was man halt so ungefähr in dem Online-Shop findet. Du hast ja, wie gesagt, halt auch sehr, sehr hochpreisige Marken, die du dort findest, ne? Jo. Gut, was haben wir hier? Ein Tee? Geil. Okay. Oh my tea, Paris. After le Christmas Festin. Hm? Hibiskus, Orange, Kanelle. Mhm. Okay. Das ist einfach ein Teebeutel. Ja, der sieht gut aus, ne? Weil der Tee, der da drin ist, sehr groß aussieht. Das sieht man hier wahrscheinlich ein bisschen besser auf der Seite. Ich trinke mir tatsächlich abends jetzt auch immer einen Tee. Übrigens, können wir bitte mal kurz einen Daumen nach oben geben für meine sehr weihnachtlichen Nägel? Sehr, sehr weihnachtlich. Ich habe eine Frage an euch.
Wenn ihr euch Nägel drauf macht, ach Quatsch, Nägel, Nagelsticker, wie rum macht ihr die drauf? Ich habe die jetzt in verschiedenen Arten gemacht. Also auf der Hand habe ich das so gemacht, dass quasi, wenn ich die Hand so halte, ne, dass dann quasi der Schneemann in der richtigen Richtung ist. Und auf der anderen Hand habe ich das gemacht, dass wenn ich die Hand so mache, dass der Lebkuchenmann dann in der richtigen Richtung ist. Das sind übrigens Nagelsticker von Essence. Genau. Und ich bin mir nicht sicher, wie rum man die wirklich macht. Ob man die so drauf macht oder so drauf macht. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Aber ich weiß nicht, wie ihr das beschreiben sollt. Wenn ich die Hand gerade... Nee, sagen wir einfach mal senkrecht ist so... Senkrecht, ne? So ist es richtig senkrecht und so ist richtig umgedreht. Schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ihr das machen würdet. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dann auch natürlich hier irgendwo da einen Tannenbaum, dann habe ich hier noch eine Schneeflocke. Schneeflocken kannst du ja egal wie rum drauf machen, aber ich stelle hier Fragen. Aber gut, ja, schreibt mir das gerne. Dann habe ich hier etwas von Imperfait, also quasi, ja, Imperfekt. Serum Eclat pour Peau Épanouie, ein Radiance Serum for Blooming Skin, also quasi ein Strahlen, also ein Radiance, ein strahlkraftgebendes Serum mit 15 Milliliter. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so günstig, ne? Hätte ich jetzt mal einfach so aus dem Bauch heraus gesagt. Imperfett hatten wir, Imperfett, ich kann Imperfett. Ja, ich muss das auch mal richtig aussprechen. Genau, das kostet 24,90 € für Nicht-Abonnenten für 30 Milliliter und das wäre dann quasi 12,50 € ungefähr für die kleine Größe. Finde ich auch richtig schön, dass hier auch draufsteht, dass das eine Miniatur ist und so, ne? Also das ist deutlich transparenter, als du das jetzt bei anderen Boxen hast, bei Glossybox zum Beispiel, finde ich, ne? So. Genau. Ich kann jetzt übrigens auch immer bei der lieben Nicole gucken, Unbox Butterfly Nicole, was sie für Produkte drin hat, weil sie die Box jetzt auch im Abo hat. Richtig geil. Wenn du die auch abonnieren möchtest, dann schau einfach in der Infobox vorbei. Da habe ich dir einen Link reingepackt, da bekommst du das ein bisschen günstiger. Ich bekomme natürlich ein paar Birch Points, die ich dann auch im Onlineshop einlösen kann. Und ähnlich wie die Glossy Points halt, ne? Das ist dann quasi eine kleine Vergütung mehr oder weniger. Genau. Ja, so Kunden werden Kundengedöns. Ich glaube, sie hat auch einen Code. Falls ihr sie unterstützen wollt, lieber als mich, nö. Sei euch selbst überlassen, dann geht zu ihr und ihr unterstützt sie. Sie hat bestimmt auch einen Code. Genau, hier habe ich etwas Großes drin von Polar, Nuit Polaire, ach du ahnst es nicht, eine Moisturizing Body Milk mit 50 Millilitern. Okay, Leute, Polar und ich, wir sind nicht die größten Freunde. Ich vertrage es nicht im Gesicht. Schon wieder gereimt, ne? Das ist irgendwie eine Sache, da kommen wir zwei einfach nicht zueinander. Aber als Körpergeschichte, na vielleicht. 98% natürlichen Ursprung sind die Inhaltsstoffe. Das ist mit dieser Borealalge und ja, das ist halt Moisturizing, ne? Also das ist dann glättend und so für trockene Haut. Das schmilzt ganz toll. Das soll nicht kleben, soll nähren, soll soft machen. Und einen dollen Duft hinterlassen. Riecht auch angenehm. Muss ich auf dem ganzen Körper einfach mal riechen. Das hat jetzt nämlich gerade ein bisschen was von Tee. Aber ich glaube, das war einfach der Tee, der da dran lag, der jetzt den Duft versprüht hat. Aber das kann man dann einfach mal auf dem Körper riechen. Kann ich euch dann im Aufgebrauch-Video von berichten. Und ja, bin ich wirklich gespannt und das werde ich dann auch mal austesten. Genau. Ich hätte die Produkte auch dahin stellen können. Egal, jetzt habe ich da hinten angefangen. Ich werde jetzt nicht anfangen, hier aufzuräumen, umzuräumen. Zwei Produkte habe ich noch. Da habe ich einmal hier so ein Produkt, was sehr fancy aussieht. Plumping Rinse Kevin Murphy Densify Conditioner for Thinning Hair. Geil. Also das ist ein tierversuchsfreier Conditioner, also eine Spülung mit 40 Millilitern. Und das sieht so cool aus. Das Design der Verpackung mag ich schon mal richtig gerne. Und für dünnes Haar, ich habe wirklich dünnes Haar, ne? Also das ist sehr dünn. Jetzt durch die leichten Wellen, die ich jetzt hier durch diese Frisur drin habe, wirken sie etwas voluminöser, aber ansonsten sind sie wirklich sehr, sehr platt und sehr, sehr, ja, dünn. Nicht ganz so geil. Hat ein bisschen was von irgendeinem Männerprodukt. Ich weiß nicht, ich mag den Duft nicht gerne. Riecht sehr komisch. Ein bisschen nach sehr, sehr erwachsener Frau, um das mal so zu sagen. Ja, riecht nicht so geil. Aber das muss ich mal auf den Haaren ausprobieren. Ich meine 40 Milliliter, ne? Das wird ruckzuck aufgebraucht sein bei meiner Länge. Ich wasche mir ja jeden Tag die Haare. Conditioner trage ich tatsächlich so ab
Ohrläppchen auf und dann halt in meine Länge. Und meine Längen sind ja einfach lang, ne? Kannst nichts dran ändern. Doch kann man wohl, irgendwann werde ich sie abschneiden. Eine Jennifer Aniston-Frisur. Da habe ich Bock drauf. Habe ich heute noch mit zwei Kolleginnen auf der Arbeit drüber gesprochen und die können sich das bei mir auch sehr gut vorstellen. Ja, habe ich dann zwar nicht mehr diese Goldilocks-Frisur manchmal, aber ich glaube, das wäre was für mich, ne? Naja, auf jeden Fall muss ich gucken. Duft ist jetzt gerade nicht so meins. Im aktuellen Stand gedönsen. Okay, das waren schon mal vier Produkte. Hier habe ich das fünfte. Das ist ein praktisches Produkt. Das hatten wir auch, das haben wir immer mal wieder auch in Adventskalendern und so weiter drin gehabt. Das Huile Prodigieuse von NYX. Das ist für Gesicht, Körper und Haare. Mit 10 Millilitern ist das so ein Multiöl. Ne? Also das kannst du dir quasi überall hinmachen und das soll nähren. Ich habe davon auch schon mal eins leer gemacht. Das hat mir ganz gut gefallen. Ich hatte das für die Haare verwendet. Fürs Gesicht weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, wenn ich diese 10 Milliliter für alles verwenden würde, für Gesicht, Körper und Haare, hätte ich das in locker einer Woche durch, ne? Das wäre ruckzuck bei mir aufgebraucht. Ja, vielleicht werde ich das auch nochmal verwenden. Muss ich mal gucken. Aber ich habe noch ein paar Backups davon tatsächlich. Eben durch Adventskalender. So, fünf Produkte waren das jetzt. Und das Täschchen ist leer. Das finde ich cool. Ich habe euch die Preise aber auch immer eingeblendet. Hier steht jetzt auch zum Beispiel nicht drin, dass hier noch irgendwelche Alternativprodukte mit drin hätten sein können, oder? Nee, hier hast du dann nochmal, die finde ich auch super ansprechend von MAC, ne? Diese Highlighter-Palette aus dieser Christmas Edition. Aber da muss ich sagen, ist Blissim, also ist der Shop Blissim ein bisschen zu teuer, ne? Muss ich wirklich sagen. Da sind doch etwas andere Preisgeschichten manchmal. Also da gucke ich immer so in den verschiedenen Shops, was ist der günstigste. Und manchmal habe ich ja auch einfach die Möglichkeit, die Blissim-Punkte einzulösen. Und dann ist es dann doch günstiger. Also von daher, ja. Ja, auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und ja, genau. Das war jetzt die Box. Ich muss sagen, die hat mir sehr gut gefallen. Ne? Also das ist eine schöne Geschichte, die man jetzt so für den Winter nehmen kann. Die Blissim-Box hat jetzt nicht so ein klassisches Motto, was sie dann immer so raushauen. Aber ich finde das schon, also ich meine, gut, ne? Ich habe mir jetzt ja auch die weihnachtlichste Lidschattenpalette ausgesucht, die mit dabei war. Aber ich finde die Produkte schon sehr passend zur kalten Jahreszeit. Auch mit der Polarcreme passt. Ne, auch wenn ich nicht eigentlich so ein Riesenfan von Polar bin, aber es passt schon zur Zeit. Ne? Deswegen. Also für mich immer wieder eine interessante Erfahrung, weil da auch einfach mal Marken drin sind, die ich jetzt nicht so in den üblichen Boxen finde oder die ich nicht ganz normal hier so auf dem deutschen Markt zu kaufen finde. Einfach weil es eine französische Box ist und das finde ich sehr ansprechend. Und ja, wie gesagt, schau einfach in der Infobox vorbei, falls dich das Ganze interessiert. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich da echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!